Besser rumliegen. Ja, Fleisch. Und eine abgenutzte Axt, die ich nicht aufsammeln kann. What the fuck? Ah doch, geht. Ich werde das Fleisch diesmal nicht mitnehmen, weil werde ich nicht brauchen. Meine Fresse. Guckt euch mal bitte diese Regenerationstränke an. Und die Heiltränke. Also, ich bin kurz vorm Ende des Spiels. Ich werde kein Fleisch mehr brauchen. Ernsthaft. Es ist. Ich bin jetzt auf Diät. Ich meine, ich bin jetzt auf Veganer-Spielereien. Ich meine, wenn die Gegner auch noch Supertränke droppen, was soll ich da großartig noch Fleisch benutzen? Vor allem, das wird mich wahrscheinlich sowieso nicht mehr heilen bei dem Konstitutionswert. Ich habe 700 Leben. Moment mal, ich habe 700 Leben? Oh, okay. So, gut. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, das müssen wir noch erkunden, aber das wird nicht so lange dauern. Keine Gegner und so. Hier haben wir schon recht gut erkundet. Ja, wir gehen jetzt praktisch immer weiter da hoch. Versuchen die letzten Gegner mitzunehmen, die es so gibt. Und ich hoffe eigentlich mal, dass es langsam wieder mal Tag wird. Wissen wir gar nicht mehr, wie lange wir schon wieder Nacht haben. Schlafen möchte ich, wie gesagt, nicht. Wobei ich eigentlich genug Skorpione hätte, um sie zu ersetzen, aber das zieht auch Zeit, jedes Mal diese Skorpione neu zu beschwören. Also von daher kann ich genauso gut einfach nur in der Nacht weitermachen. Ich meine, wir haben ja gewissermaßen einen gewissen Lichtpegel, wo wir alles sehen. So. Und da ist es auch schon wieder hell. Super. Grandios. Das gefällt mir. Und jetzt gucken wir nochmal. Ich will wirklich, wirklich, möglichst alles erkunden bis zum See. Ich weiß gar nicht, ob ich den See mit den Skorpionen komplett ausrotten kann. Sonst habe ich das nie gemacht, weil ich konnte mich als Geist nicht wirklich verteidigen. Aber so könnte es vielleicht gehen mit den Skorpionen. Und wir finden Schlangenplattenstiefel. Gut. Gefällt mir. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier am Rande des Sees mal wieder ein bisschen entlang. Ja, das ist schon der böse See. Okay, hier ist der Rand des Bildschirms. Das heißt, hier geht es schon mal nicht weiter. Wir kommen also immer näher dem Ende der Karte. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie weit der Bildschirm nach oben scrollt. Das werden wir bald erfahren. Erlesene Holzverlagst. Ja, komm, nehme ich einfach mal mit. Ist zwar eigentlich nur unnötiges Gewicht, aber vielleicht heißt ja erlesen, dass es auch viel wert ist. Obwohl ich das Geld nach wie vor eigentlich nicht wirklich brauche. Gut, irgendwann müsste eigentlich mein Freund kommen. Der Einzige, mit dem ich hier irgendwie noch sonst reden kann. In diesem verlassenen Gebiet. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich da muss. Naja, scheinbar noch höher. So, Moment, ich kann ja eigentlich. Warum laufe ich hier so weit niedrig? Ich meine, ich will ja noch erkunden nebenbei, sonst laufe ich ja völlig umsonst. Und wir finden wieder Gegner, Sandteuf-Dämon-Diener. Ja, es sind Teuf-Dämon-Diener. Es ist die neue Klasse unter den Dämonen. Kann man jetzt kaufen für 3,99 €. Deswegen ist sie auch so episch. Ich frage mich, ob Divinity bei Steam immer noch so billig ist. Also nicht, dass ich es jetzt bräuchte, ich frage mich vielleicht bloß, weil das Spiel ist halt, ich fand es überraschend, dass sie das Spiel bei Steam verkaufen. Und das verdammt billig. Ja, das war halt, das fand ich halt ziemlich geil. So. Okay. Und nun wollen wir doch mal sehen. Nein. Mehr Goldmünzen, mehr Heilung. Mich freuen. Und so. Okay. Dann sind wir jetzt mal wieder in einem Gebirge
angelangt, wo wir nicht weiterkommen. Und die Musik ändert sich wieder schlagartig. Wird sie gleich bestimmt wieder machen, oder? Nee, noch nicht. So. Mehr Dämonen und Diener. Jetzt hat sich die Musik mal wieder geändert. Weil ich mehr in der Wüste bin statt im Gebirge. Es gibt hier eine Gebirgsmusik und eine Wüstenmusik. Darauf habe ich noch nie geachtet damals. Naja, wenn man so die ganze Zeit irgendwas versucht zu labern, dann achtet man auf viele Dinge irgendwie. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Na? Geld? Gib her. Danke, Sir. Danke. Okay, dann. Oh, mal wieder ein etwas schwierigerer. Wobei es natürlich für mich nicht wirklich schwierig ist mit den lustigen Skorpionen. Und wir haben auch mal wieder ein bisschen Gewicht gefarmt. Dadurch, dass wir das Vieh besiegt haben. Wir hatten schon. Okay, ich sag dazu jetzt gerade mal nichts. Ich wollte gerade sagen, wir hatten schon lange keinen Drachen mehr und in dem Moment kommt einer in den Bildschirm. Ich denke mir einfach nur, ich hätte vielleicht doch lieber nichts gesagt. Naja. So, wir haben keine Mana-Tränke mehr. Das heißt, ein kleiner Regenerationstrank reicht völlig aus. Man sieht ja, wie viel Mana der auffüllt. So. Dann dich. Ja, du musst dich ausruhen. Es ist mir egal. Na. Okay, super. Geheilt haben wir alles mal wieder. Und weiter geht es. Mit mehr. Wieso sind eigentlich Sanddiener im Wald? Ja, also das ergibt meines Erachtens dann doch recht wenig Sinn. Aber was soll's? Ich meine, das Spiel ist riesig. Aber man merkt ehrlich gesagt, dass an diesem Spiel, also in dieses Gebiet meines Erachtens nicht sehr, sehr viel fertig ist. Also, ja, es ist gewissermaßen schon fertig, dass man spielen kann. Aber es ist halt recht eintönig. Also mir macht es unheimlichen Spaß, dieses Spiel zu spielen. Also nicht so, dass ihr das denkt. Aber ich habe halt das Gefühl, der Zuschauer wird sich jetzt denken, oh, der rennt halt die ganze Zeit hin und her und seine Skorpione bringen Dämonen um. Und ja, ist nicht sehr spannend. Schätze ich einfach mal, dass man das so als Zuschauer jetzt so empfinden würde. Ich denke auch, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wenn ich auch schon allein wegen des Easter Eggs halt, dass dieses Ödland, was das ja hier ist, dass das nicht, also dass das praktisch dann noch bestimmt noch mehr enthalten sollte, aber das Spiel sollte ja dann irgendwann mal rauskommen und die wollten ja auch Diablo Konkurrenz machen, was sie meines Erachtens eigentlich geschafft haben. Aber ich glaube leider ist dieses Spiel nicht so bekannt geworden wie Diablo. Und ich finde es besser als Diablo. Jedenfalls als Diablo 3, weil Diablo 3 ist, naja, es ist nicht gut. Man kann es mal spielen, man kann es auch zweimal spielen, aber schon allein beim dritten Mal durchspielen hat es mich einfach nur noch genervt und naja. Mit der Zeit wird es halt recht langweilig und eintönig. Und ich meine, das Spiel ist bei weitem nicht so groß wie das hier, hat keine Open World und naja, es ist meines Erachtens dann doch. Es ist innovativer, was die Fähigkeiten angeht, ja. Aber es ist dann teilweise so, irgendwann ab Infernal oder schon teilweise auf Hölle ist es einfach nur noch unfair gestaltet, wenn man nicht das nötige Equipment hat. Das heißt, Skill kann man dann nicht mehr gebrauchen. Ab einer bestimmten Stelle ist es einfach nur noch, ja, du brauchst halt Equipment, das nötige Equipment, um zu überleben. Allein schon, weil du sonst die Gegner nicht tot kriegst. Du kannst ausweichen, wie du willst, und die Gegner langsam runterzergen. Das bringt dir überhaupt nichts, weil irgendwann kommt dann Sudden Death und dann bist du sowieso gearscht. Ja. Also, das heißt, Skill bringt dir nichts, sondern einfach nur Equipment. Und das finde ich halt scheiße. In dem Spiel sieht man noch, dass einem Skill sogar was bringt. Also, wenn man denn das Skill nennen kann, hey, ich weiche Gegnern aus in einem Hack and Slay. Gut, also, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich finde,
Man kann das schon teilweise als skillig bezeichnen. Besonders bei Diablo 3 könnte man das als skillig bezeichnen, weil da gibt es halt diese Möglichkeiten, die Fähigkeiten optimal ausnutzen, zu nutzen, um auszuweichen und sowas. So, da oben ist. Wir mögen großer Drachen. Ja, fix. Fox, wir sehr lieben großer Drache, aber dunkle Herrinnen nicht verstehen, bitte. Ich verstehe. Und euch haben sie als Boten geschoben. Trauen sie sich nicht, selbst zu kommen. Ist eise, Drache weise, sehr weise. Was Drachen denken? Drache denken? Ich leide viel. Was sagt ihr dazu? Luxor Flink. Und Katasching, Imps gefürchtet haben, dass Drache das sagen. Fleiflo, Imps, jetzt du uns sowieso. Fluflo, das ist richtig dumm. Hirnen sagen, wenn Drachen nicht gehen, Imps töten Stinkmaulechse. Ist nicht persönlich. Nix, Flix, dieser Imp denkt Drachen zu groß und Hirn weit weg. Flix, dieser Imp, andere Imp können verstehen. Nee, dieser Imp gesagt, alle Imps jetzt gehen. Ja, weg von dunklen Herrinnen. Weg von Drachen. Kommt. Fang Ratten für Mittagessen. Ja. Und er kommt auf mich auch angestürmt. Ich glaub da einen lang vergessenen, aber dennoch wohlbekannten Duft zu schnuppern. Fasst euch kurz, Göttliche. Ich bin erschöpft und möchte mich in meine Höhle zurückziehen. O mächtiger Drache, ich bin gar weit gereist, nur um euch zu finden. Ah, eurer Zunge sind Höflichkeit und gute Sitten wohl geläufig. Gar lange ist es her, dass ich geistreich mit einem Wesen plaudern konnte, das über Bildung und Manieren verfügt. Was wünscht ihr von mir, Göttliche? Ich komme eures großen Wissensschatzes wegen, Ehrwürdiger. Seid ihr gewahr, dass nichts umsonst gegeben werden kann? Nie würde ich mich erdreisten, dies zu erdenken, Eure Herrlichkeit. Nennt mir den Preis. Ihr erdreistet euch, mich wie einen niedrigen Feilscher zu behandeln, Göttliche. Vergebt die unbedachten Worte meiner törichten Zunge. O Mächtiger, ich wollte nicht respektlos erscheinen. Es sei euch vergeben, Göttliche. Ich sollte bedenken, dass ihr nichts weiter als ein Grünschnabel seid, dem es an Weisheit mangelt. Ich will euch eure Unwissenheit nachsehen, solange ihr euch gebührlich zu benehmen wisst. Welch wahres Wort, O Mächtigster, würdet ihr ein Geschenk von eurem demütigen Besucher annehmen? Ein Geschenk? Und was könnte dieses Geschenk wohl sein? Also, ja, das ist Schmeicheleien. Wird er aber, glaube ich, nicht machen. Und das Privileg, mich zu unterweisen, ist ein bisschen dreist. Alles, was ich besitze, interessiert ihn nicht. All mein Gold interessiert ihn nicht. Und ich will ihm beibringen, wie man sich in einen Geist verwandelt, um ihn auszutricksen. Dies ist kein Geschenk, Göttliche. Der Traxnaltings-Spruch ist mir längst bekannt. Ich werde eure wunderbare Gesellschaft nun verlassen und euch ein wenig Ruhe gönnen. Vielleicht sollten wir uns erneut treffen. Tja, mir dünkt, dass ihr mich hinters Licht geführt habt, Göttliche. Ich wünsche keine weitere Unterhaltung mit euch. Ich muss gehen. Tja, wir haben jetzt gewissermaßen diese Quest abgeschlossen. Und zwar habe ich ihm einfach gesagt, ich möchte ihm beibringen, wie man sich in einen Geist verwandelt. Und dadurch hat er praktisch mir den Spruch verraten, ohne es selbst zu merken, wie man sich in einen Geist verwandelt. Ja, so einfach ist das. Und deswegen habe ich jetzt die Fähigkeit. Hier. Geistergestalt. Diese Fähigkeit ist natürlich jetzt mir recht egal. Möchte ich gleich mal so anmerken, weil brauchen werde ich sie nicht. So, ich hau jetzt noch einen Punkt in Rüstung. Und es geht jetzt weiter.
Damit habe ich die einzige Nebenquest, die es gibt, abgeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt offiziell auch über den Todessee. Tja, und wir haben halt den Patriarchen kennengelernt. Übrigens, der Patriarch, den Namen könnt ihr euch merken, wenn ihr meine Let's Plays noch verfolgen solltet. Denn dieser Drache wird tatsächlich nochmal vorkommen in Divinity. Allerdings nicht in diesem Divinity, sondern in einem anderen Teil. Wie so einiges anderes auch aus diesem Let's Play. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Nein, nein. Das werden wir schnell noch sehen. Okay, aber jetzt erkunden wir noch den Rest der Stelle. Wie zum Beispiel diesen Sandschrecken, der von meinen Skorpionen auseinandergenommen wird und mir einen blauen Gürtel, ja, richtig geraten, hinterlässt. So. Aber da gibt es auch nicht viel zu raten. Es ist eigentlich fast immer irgendwas Blaues, was die verlassen. Hinterlassen, so rum. So, und hier ist ungefähr die Stelle, wo der Drache war. Tja, und damit haben wir auch schon das komplette Gebiet erkundet. Ja, jetzt ist nur noch der Todessee und diese Stelle, und die Stelle werde ich jetzt als erstes erkunden. Dazu nutzen wir unsere altertümliche Pyramide, denn ich muss mir jetzt nicht den ganzen Umweg da gehen, es sind eh keine Gegner mehr da großartig da. So, ich würde sagen, ich könnte jetzt mal mit Zandalor sprechen. Ich weiß gar nicht, ob der mir jetzt was Neues sagt, jetzt wo ich den Spruch hab. Also die Nebenquest erfüllt hab. Mal gucken, das werden wir ja gleich herausfinden können. Hallihallo, mein alter Freund Zandalor. Eure Göttlichkeit, ihr solltet besser nicht hier sein. Ich bin schon mir ziemlich sicher, dass der Schwarze Ring das Ritual schon sehr bald abhalten wird. Begebt euch bitte zum Verlies am Schwarzen See. Bezwingt den Schwarzen Ring und verhindert das Ritual. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen. Ich könnte ein bisschen wenig Hilfe brauchen. Ich habe euch all die Hilfe zukommen lassen, die ich zu geben vermag, eure Göttlichkeit. Nun ist es an euch, ihr seid die Göttliche. Geht, vernichtet sie, oder wir werden alle untergehen. Wohl wahr, ich muss mich meinen Aufgaben widmen. Okay, er sagt mir nichts Neues. So, jetzt kommt noch mein Lieblingsorg, Croxi, an die Reihe. Ich mag Croxi, Croxi ist lustig. Ich finde auch den Dialog immer beim Rat der Sieben recht lustig, wo er dann sich fragt, warum wir Göttliche töten müssen und nicht segnen. Also, und dann gesagt wird, dass das Töten des Segnen war. Und er einfach denkt, dass er deswegen immer ein Priester war und kein Krieger. Das ist so genial. Ich habe da auch ziemlich gelacht. So, ich werde jetzt einfach das Gold einsetzen, um die ganzen Dinger zu kaufen, weil, ganz ehrlich, ich brauche das Gold eh nicht mehr. So. Dann einmal hier reinsockeln. Da werde ich nichts reinsockeln. Oh, hier kann ich noch genug. Okay. Wunderbar. Damit ist wieder etwas an meinen Leben gekommen. Ich bin jetzt um ganze 260 live reicher. Oder? Sind es vielleicht weniger? Ich weiß es jetzt nicht. So, und wir gehen jetzt dieses letzte schwarze Gebiet erkunden, bevor wir über den Theodessee uns hinwegbegeben. In dem schwarzen Gebiet wollen wir noch schnell was finden. Gegner wird es jetzt keine mehr geben. Jedenfalls, außer vielleicht im erkundeten Gebiet, wenn irgendwie mir einer entkommen ist oder so. Aber was soll's, das wird ja jetzt nicht so schlimm sein. Es wird bestimmt kommt jetzt gleich ein Kommentar unter meinem Video. Ey, du hast irgendwo bei Minute 24 und 3 Sekunden einen Gegner übersehen. Vor allem, da ich nicht mehr 24 Minuten Videos normalerweise mache. Du musst ihn noch unbedingt töten, sonst ist es kein 100%. Ich sehe schon ein, dass ich das jetzt meines Erachtens 100% gemacht habe dann. Weil ich habe alle Nebenquests erledigt und so ziemlich alles mir Mögliche erkundet. Außer jetzt ein paar Ecken sinnloserweise mit der Sicht oder Falkenauge, was man da noch skillen kann, noch extrem weiter erkunden. Das muss ja nicht sein. Also das wäre echt so penibel, da. Nee, das muss echt nicht sein. Okay. So.
Dann haben wir hier einmal ein Fass, das mich nicht interessiert, da nichts drin ist. Und hier sind... Oh, da ist ein Fass, wo was drin ist. Das gucken wir uns doch glatt mal an. Ja, Supermagie. Nehme ich mit. Warum auch nicht? So, und ja. Das ist jetzt einfach nur noch dieses schwarze Gebiet hier ablaufen. Und dann sind wir auch schon bereit fürs Ende. Für die letzte Schlacht. Und zwar nicht die letzte Schlacht der Elfen, sondern... Ja. Ich kenne das Spiel eigentlich gar nicht richtig. Ich habe das bloß mal gelesen. So, und hier ist es. Ein Schrank. Ja, das ist ein Claymore und das ist ein Jagdbogen. Und das ist das Haus. Ich werde jetzt vor diesem Schrank speichern. Denn, ihr habt bestimmt gesehen, dieser Sprite sieht ziemlich interessant aus. Es ist das Schwert. Das Schwert der Götter. Was gerade beschissene Werte hat. Ich lade mal. Was braucht es denn, um eine Axt zu trumpfen? Naja, nicht viel. Schwert der Götter. Und es ist meines Erachtens perfekt genug. Ja. Schwert der Götter. So, und damit habe ich jetzt die beste Ausrüstung, die geht. Okay, man kann die Werte natürlich noch verbessern. Aber jetzt habe ich das Schwert der Götter. Den Helm des Drachen. Das Schild des Drachen. Das Adligen-Amulett. Den Brustpanzer des Drachen. Die Handschuhe des Drachen. Den Gürtel des Drachen, warum immer der weiß angezeigt wird. Die Stiefel des Vampirs. Den Saphirring. So, und ja... Ein Ring und Beinschienen, wo es kein wirklich Best-in-Slot-Item gibt, außer man hat da wirklich gutes Drop-Glück. Man muss schon sagen, sind aber schon fast komplett alle Items Best-in-Slot möglich und ja, die habe ich jetzt komplett